Ihr Lieben, ich möchte euch herzlich begrüßen zu einem neuen Podcast von mir. Jetzt habt ihr ja schon längere Zeit nichts mehr von mir gehört, da ich mir auch von diesen sozialen Medien quasi so eine Auszeit gegönnt habe. Was auch hin und wieder mega wichtig ist, was ich auch jedem von euch empfehlen kann, da wir ja im Fernsehen oder auf den sozialen Plattformen auch immer wieder mit Informationen gefüttert werden, die in unser Unterbewusstsein gehen und wir uns damit auch beschäftigen. Und gleichzeitig ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass euch diese Dinge oder Gegenstände vorgeschlagen werden, mit denen ihr euch beschäftigt. Dazu möchte ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen, sondern das heutige Thema ist, wie man mit Schmerz in seinem Leben umgeht. In letzter Zeit beobachte ich, dass immer mehr Klienten zu mir kommen mit unerlösten Gefühlen und einfach mit alten Erinnerungen, die immer wieder hochkommen und dabei einen gewissen Schmerz verursachen. Ich meine, euch ist bestimmt auch bewusst, dass wir heutzutage, die Menschen heutzutage, viel in ihrem Verstand sind. Und ich denke, das ist mal das Erste zu wissen, dass jeder Gedanke eine Emotion verursacht. Also unser Verstand ist ein Instrument, ein Werkzeug und hat ja auch einen bestimmten Nutzen bei Aufgaben, wenn wir ihn richtig anwenden. Leider wird der Verstand aber auch dazu benutzt, Dinge zu zerdenken und es entstehen kreisende Gedanken, indem man immer wieder zum Beispiel über eine Situation in der Vergangenheit nachdenkt und der Körper kann dann ja nicht unterscheiden, ob das gerade jetzt stattfindet oder ob das schon war und produziert dann automatisch diese Emotionen. Ja, und was passiert dadurch? Es wird im Prinzip sinnlos Lebensenergie verschwendet. Und irgendwie sind die Menschen heutzutage ja fast schon süchtig nach dem Denken. Und aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ist es wichtig, in den gegenwärtigen Moment zu gehen. Und was ich noch beobachtet habe, ist, dass vor allem auch Männer sehr viel im Verstand sind. Ich meine natürlich auch die Frauen. Aber bei den Frauen habe ich auch beobachtet, dass der Schmerzkörper auch sehr präsent im Moment ist und habe da auch eine Erlösung zum Schmerzkörper ja kreiert sozusagen. Wem das interessiert, kann gerne auch mal auf meiner Homepage vorbeischauen. Link findet ihr dann unten in der Beschreibung. Ja, und dann steige ich mal ins Thema an. Ich meine, worum geht es heutzutage? Jeder spricht von dem Begriff Erleuchtung, Erleuchtung. Aber was bedeutet das? Im Prinzip, dass wir uns über die Gedanken erheben, ja, ist jetzt nicht besser oder schlechter, sondern einfach, dass wir entscheiden können, womit wir uns beschäftigen. Und dass nicht der Verstand Herr über uns wird. Also da gibt es ja auch diesen Spruch, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Das finde ich ganz interessant, weil ja, wir sollten doch die Kontrolle in unserem Leben selber haben. Und dazu ist es wichtig, die Gedanken und Gefühle zu beherrschen. Und wenn jeder Gedanke eine Emotion auslöst, muss ich eben mein Denken beherrschen. Das ist mal das eine. Um jetzt auf den Schmerzkörper überzugehen, was ist Schmerz eigentlich? Ich meine, Schmerz ist im Prinzip unvermeidlich, solange wir uns mit dem Verstand identifizieren. Also wenn wir unbewusst sind. Was ist jetzt emotionaler Schmerz oder körperlicher Schmerz? Groll, Selbstmitleid, Schuldgefühle, Wut, Eifersucht oder Depression,
können alles Ausdruck von Schmerz sein. Und ja, wenn wir diesen Samen des Schmerzes immer wieder sehen, werden wir den auch immer wieder ernten. Das ist ja im Prinzip nur etwas völlig Logisches. Deswegen ist es wichtig, dass wir zwei Ebenen betrachten. Den Schmerz, den wir jetzt neu erschaffen, und der Schmerz, der aus der Vergangenheit kommt, also der in unserem Verstand und im Körper weiterlebt. Folgendes: Den Schmerz jetzt zu beenden, benötigt aber auch das Auflösen von Altem. Ja? Also was ist jetzt da der Weg hinaus sozusagen? Weil ich denke mir, der größte Teil von Schmerz findet ja wirklich nur in unseren Gedanken statt. Also ich würde mal sagen so 80-90% und findet eigentlich nie statt. Also ist es größtenteils auch unnötig. Okay. Dazu ist es wichtig, dass du der Beobachter von deinem Leben wirst. Ganz, ganz wichtig. Dadurch bekommst du auch so eine gewisse Distanz zu deinen Themen, kannst schauen, was du eben denkst und was du fühlst. Und im Jetzt, da kann nämlich die Heilung stattfinden, kannst du das natürlich dann auch verändern und nicht immer wieder diesen Schmerz für dich verursachen. Und dann auch wieder in diesen inneren Frieden zu kommen, wo auch wieder Lebensfreude und all die anderen schönen Momente in deinem Leben entstehen können. Wenn wir diesen alten Schmerz auflösen aus diesem irdischen Leben, also den du hier angesammelt hast aus deiner Kindheit oder aus vergangenen Beziehungen, dann ist schon mal ein großer Teil getan. Natürlich gibt es dann auch noch diesen kollektiven Schmerzkörper, sage ich mal, vor allem auch bei den Frauen, den sie während ihrer Periode spüren, wo auch, ja, was alles den Frauen generell schon so angetan wurde. Ich meine natürlich auch bei den Männern. Ich will die Frauen jetzt überhaupt nicht da irgendwie drüber stellen. Jeder hatte so seine Verbindung mit Schmerz. Aber hier möchte ich eben darauf hinweisen, dass eben die Periode eben auch solchen alten Schmerz auch hochholen kann. Und diese Ansammlung von Schmerz ist eben wie so ein negatives Energiefeld, das unseren Körper und den Verstand wie besetzt. Ja, und es kann auch sein, dass sich dieser Schmerzkörper 90% der Zeit irgendwie gar nicht meldet und ruhig ist, und dann kommen wir aber in eine Situation und auf einmal wird das irgendwie getriggert. Das Verlassenwerden oder Ablehnung oder irgendetwas anderes. Und dann gibt es aber auch Menschen, die befinden sich dauernd und ständig in diesem Zustand. Ja, also ihr könnt euch auch vorstellen, wenn wir natürlich das in unseren Gedanken immer wieder produzieren, so können natürlich auch auf lange Frist Krankheiten entstehen. Also können wir auch dafür was tun, wenn wir klar sind in unseren Gedanken, wie auch in den hermetischen Gesetzen steht, wie oben so unten, wie innen so außen und wie der Geist zu der Körper. Genau, weil dann kann auch dieser Schmerz nicht mehr von dir Besitz ergreifen. Ja? Weil wenn das der Fall ist, dann kommen wir sehr leicht in diesen Opfer- oder Tätermodus, wo wir jemanden anderen eben dann wehtun oder uns selber Schmerz zufügen, wie auch immer das dann auch sein mag. Also ist es wichtig, dieser dunklen Schatten oder diese Angst, was auf das Bewusstsein drauf projiziert wird, zu erlösen. Also, auch wenn man denkt, dieses, ich sage jetzt mal, Monster, was sich da auf jemanden draufsetzt, ist im Prinzip ja auch nur eine Illusion. Und wenn man auch mal so beobachtet, ich meine,
der menschliche Geist an sich ist ja generell krank, sage ich jetzt mal, geisteskrank. Und dadurch, oder warum weiß ich das? Weil so viele Menschen körperlich krank sind. Ja? Das hört sich jetzt vielleicht zu krass an, aber wenn ich glücklich bin, dann ist auch mein Körper glücklich. Also das folgt ja meiner Aufmerksamkeit. Und wo kann ich das jetzt ändern? Im Jetzt, im gegenwärtigen Moment. Und so kann ich auch in höhere Dimensionen mit meinem Bewusstsein antreten. Und das ist im Prinzip auch jede mögliche Form der Energiearbeit. Also egal, mit welchem Mentor oder mit welchem Coach ihr euch jetzt zusammentut, es ist im Prinzip ein Erlösen von alten Erinnerungen und in den gegenwärtigen Moment zu kommen, die eigene innere Stärke wiederzufinden, wo der Zugang ist für alles. Und dann kann man auch Schritt für Schritt ins Unterbewusstsein schauen, wo gewisse Dinge herkommen. Und ich arbeite da eben mit den Aktorianern zusammen. Und die, die mich kennen, wissen ja, wir reisen astral auf die Raumstation und unsere feinstofflichen Körper werden dann eben gereinigt. Und es wird individuell bei jedem geschaut, wo die Ursache dieses Problems, dieses Schmerzes oder auch dieser Trauer besteht. Und dadurch können wir diese eingeschlossene Lebensenergie auch wieder öffnen, ja? Und dass sich dein Leben auch wieder so gestaltet, wie du das willst und dass du voller Lebenskraft bist. Also dass du wieder diesen Schwung, diese Lebensfreude hast und auch diesen Lebenswillen. Das finde ich so wichtig, weil viele fühlen sich irgendwie so ohnmächtig und haben das Gefühl, dass sie nichts tun können. Aber die gute Nachricht, du kannst etwas tun. Du kannst und musst sogar die Verantwortung für dein Leben übernehmen und nicht anderen die Schuld geben. Du kannst alles in dir verändern. Und gewisse Situationen, die wir erlebt haben, haben dazu gedient, um zu erkennen, um dich selber zu erkennen. Ganz, ganz wichtig. Und dann kommt der Fokus auch von anderen auf dich zurück und gibst auch niemandem mehr die Schuld oder suchst auch nicht im Außen irgendwelche Antworten, sondern alles ist in dir. Und du wirst zu deinem Beobachter und kannst die Führung in deinem Leben übernehmen und auch deine Gedankenabläufe. Und so kann dieser Umwandlungsprozess einfach starten. Ja, also so, das ist die Kunst der Alchemie, die Veredelung, ja, dass wir unsere innere Spaltung wieder heil machen. Und das ist unsere Verantwortung, keinen neuen Schmerz mehr zu erschaffen. Und wir können, also ich kann dir gern bei diesem Prozess helfen, aber natürlich kannst du das auch mit dir selbst. Aber dazu ist es wichtig, dass du beginnst, eben der Beobachter von deinem Leben zu werden. Und so wird dein eigenes Licht schnell wachsen. Das kann ich dir sagen. Und dein inneres Feuer wird immer mehr brennen. Und es wird dir Freude machen, deine Berufung vielleicht hier zu finden, neue Dinge zu sehen, die dir bis jetzt vielleicht nicht aufgefallen sind, weil du immer in dieser Blase irgendwie drinnen warst. Ja? Also schau vielleicht einfach mal, wo bei dir Schmerz auftaucht und was die Themen dahinter sind. Ich meine, aktuell erzählen mir auch viele von Beziehungsproblemen und von diesen On-Off-Beziehungen und Hass, Liebe, komm her, geh weg. Deswegen dachte ich mir auch, dass wir im nächsten Podcast auch mal ein bisschen über erwachte Beziehungen sprechen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja gern unter dem YouTube-Video kommentieren und mir auch eure Fragen stellen. Ja? Und wenn ihr das cool findet, würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir vielleicht ein Like da lasst. Ja, damit ihr auch informiert werdet, wenn dann ein neues Video von mir hochkommt.
Und jetzt kommt noch eine kurze Botschaft von den Arcturianern für euch. Ihr könnt euch entspannt hinsetzen und lauschen. Ich grüße dich, geliebte Seele. Ich bin ein Arcturianer, der sich auf der Raumstation befindet und der mit euch Menschen zusammenarbeitet. Hin und wieder kommt ihr nachts astral zu uns auf die Raumstation. Und in Zustimmung mit euch arbeiten wir intensiv an euren unerlösten Gedanken und Gefühlen, die euch immer wieder daran hindern, in die vollkommene Heilung zu kommen. So möchten wir euch unterstützen auf diesem Wege in der spirituellen Weiterentwicklung, dass ihr dieses wahrhaftige Leben, nachdem ihr euch so sehr sehnt, auch wirklich leben könnt. Jeder, der sich entscheidet, mit uns zu wirken, bekommt einen Tutor zur Verfügung gestellt. Ich denke, ihr benennt dies so. Er führt euch durch die Raumstation, begleitet euch durch den Prozess und ihr könnt diverse Fragen stellen. Es gibt auch einen Raum der Zusammenkunft, wo sich Seelen treffen, sich austauschen und miteinander eine schöne Zeit verbringen. Es ist nun an der Zeit, euch wieder zu erinnern, warum ihr hierher gekommen seid, was euer Auftrag hier ist. Und dies ist im Prinzip sehr einfach. Doch in den Verwirrungen eures Verstandes und euren Gefühlen seht ihr gewisse Dinge nicht klar. Es ist wie ein Nebel, der sich rund um euch legt und ihr außerhalb nichts wahrnehmen könnt. Wenn dieser Nebel sich lichtet, durch eure innere Sonne das Licht nach außen strahlen kann, könnt ihr auch wieder die Blumen, die Vögel, die Bäume und eure Umgebung wahrnehmen und die schönen Dinge im Leben sehen. Doch erst ist es wichtig, diese Nebelschwaden zu entfernen, zu durchlichten, und dabei möchten wir euch unterstützen. So freuen wir uns, euch auf der Raumstation zu begrüßen. Ich möchte euch segnen und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Now you come on.